Willkommen zurück zu Minecraft Wii U Edition. Im letzten Part haben wir ja das Nether betreten und das ging gar nicht so toll aus. Wir haben einige Schäden eingesteckt, haben aber so einiges auch mitgebracht und hier seht ihr das. Hier ist Seelensand mit dieser Netherwarze drauf, dann Seelensand ohne Netherwarze, Netherrack. Und das können wir auch noch im Ofen zu Netherbrick schmelzen. Heute ist ein bisschen chilliger. Warte, es wird Nacht. Gehen wir kurz schlafen. Heute bauen wir weiter an unserem Haus, sofern es geht. Uns fehlt Diorit, kann das sein? Uns fehlt Diorit. Nö, ja. Ist das polished? Nee, das ist normal. Dann müssen wir halt da, wo wir Stein einsetzen können, halt Stein einsetzen und für den Rest müssen wir uns noch was überlegen. Oh, wir sind Schleim gestorben. Sehr schön. So, hier oben gibt es ja noch einiges zu tun. Wunderbar. Dann fangen wir da mal gleich an. Craften wir uns schön hier sehr viel Stein. Und rein damit. Die Steine waren falsch, ne? Ja, da muss noch Diorite drauf. Dann baue ich die mal gleich ab. Die sind nämlich fehl am Platz. Die gehören da gar nicht hin. Ja, was kann man noch zum Nether sagen? Wir werden dann sicher nochmal reingehen. Und ihr habt auch entschieden für ein Indoor-Gehege. Also wir werden hier ein Dach drüber bauen. Das aber alles mit seiner Zeit. Jetzt erstmal hier Stein fertig machen, weil irgendwie trendle ich ziemlich rum mit diesem Haus hier. Es wird nie fertig. Es wird nie fertig, meine Freunde. Ei. Aber, ja. Man nimmt sich halt Zeit, ne? Und man braucht halt die Ressourcen. Ich könnte ja jetzt auch im Creative hier rumbasteln, aber nee. Es wäre zu langweilig. Das machen wir nicht. Obwohl, so einige Diamanten wären nicht schlecht, ne? Weil ich habe entschieden, wir werden das Nether, glaube ich, erst wieder mit einer DR-Rüstung betreten, weil so macht das irgendwie nicht wirklich Sinn. Aber gut, wer weiß, ob wir nochmal einen Grund finden, früher dort reinzugehen. Wir sind nah an einer Festung. Ich war persönlich auch noch nie in einer Nether-Festung. Müssen wir mal schauen, ob wir die so betreten können. Wir brauchen jedenfalls noch Bogen. Das ist ziemlich wichtig, weil diese Katzen sind eigentlich leicht zu bezwingen. Die sind eigentlich sehr schnell down. Nur brauchen wir dafür halt Pfeile, um die leichter zu treffen, ne? So, wo ist denn jetzt die Säule? Hier wäre die Säule, ne? Da würde die Wand durchgehen. Stelle ich da mal die Säulen auf. So. Und so langsam nimmt es Form an. Und dann können wir schon so langsam beginnen mit den Einrichtungen. Da, wo Löcher sind, da kommen Fenster rein. Die hole ich mir jetzt gleich noch. Hier, es kommt halt eine große Fensterwand. Die Frage ist halt, haben wir das geschmolzen? Was ist noch hier drin? Ich vermisse irgendwie meine Dia-Pickaxe. Die ist hier. Okay, dann ist alles gut. So, ja, auch ein Leuchtfeuer ist interessant. Haben wir leider jetzt noch nicht. Kommt aber noch. So, wir haben Sand, aber kein Glas, oder wie sehe ich das? Doch, irgendwo muss doch Glas sein. Hier ist überall Stein, ne? Ja gut, dann kein Glas, dann... Ah, hier ist unser Sand, den haben wir noch gar nicht eingeschmolzen. Nee, die Enderperle, die brauche ich jetzt nicht. Ja gut, dann wird das gemacht. Wie sieht's hier aus? Da
brodelt das Glas, hier ist der Neverrack oder Neverziegel zuerst fertiggestellt, den müsste man jetzt halt zusammensetzen zu Neverbrick. Ich zeige euch das mal kurz. Ich weiß nämlich selbst nicht, wo der aufgelistet ist. Hier nicht. Ah, hier bei den Bricks, oder? Ah, da war er. Seht ihr, das ist ein Neverbrick. Damit kann man schöne Häuser bauen. Mehr auch nicht, ne? Also, es gibt da jetzt keine Dinge, die man damit machen kann, die irgendwie relevant sind. Oh, und unsere Farm könnte mal wieder abgebaut werden. Ah, ist schön. Das ist eine schöne automatische Farm. Und habe ich das gerade richtig gesehen? Da sind einige Stellen, die sind nicht so ganz heil geblieben. Warum das denn? Bin ich da dagegen gekommen? Na, dann müssen wir das ausarbeiten. Unsere Getreidefarm, die ist auch fertig. Die müssen wir definitiv vergrößern, aber als mit der Zeit, das kommt halt alles nachher in unser Gebäude dort hinten. Unsere blauen Schafe, die müssen wir auch so langsam transferieren. Hier wächst das Gras immer weiter, es dauert aber noch ein Weilchen, wie es scheint. Aber lasst diesen Dinger ruhig Zeit. Das kommt noch. So, ich würde ganz gerne die Schleime hier töten, aber ich habe Angst, dass ich halt auch meine Tiere töte. Von daher lasse ich das. Da ist das Neverportal, das bekommt auch noch irgendwann eine Schutzzone um sich herum. Auch wenn wir gar nicht in der Gegend von irgendwelchen bösen Monster, außer dem River, dem Gasp sind. Wir müssten eigentlich jetzt wieder ein bisschen minen gehen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir haben ja jetzt eine schöne Mine dort hinten. Da kann man immer wieder reingehen. Hallo. Da ist auch nur eine Katze. Die müsste vielleicht auch mal wieder rauskommen. Angeln wollten wir ja auch, richtig? Stimmt. Habe ich nicht vergessen, nur verdrängt. Aber ja, dazu brauchen wir halt Spinnen. Und bisher, ja, sind von Monstern, gehen wir halt immer regelmäßig schlafen. Das ist das Problem, ne? Dann können keine neuen Monster spawnen. Ja, Freunde, ich kann auch was gleich mal ansprechen. Und zwar kommt am Mittwoch ein extra DLC-Pack für Minecraft. Oder besser gesagt ein Update, das ein Texture-Pack beinhaltet von Mario. Es wird ein Mario-Themed Texture-Pack geben. Und auf das freue ich mich. Das wird super. Wir spielen dann einige Folgen in diesem Texture-Pack. Mir gefällt leider nicht alles, was man da sieht. Zum Beispiel, ich glaube, die Koopas sind Kühe. Das sieht irgendwie total merkwürdig aus. Oder sind Schafe, kann auch sein, wegen den Farben. Aber was werden wir denn alles entdecken, wenn das Texture Pack rauskommt? So, hier brauchen wir ein bisschen Licht. Ah, da war Kohle, glaube ich. Das war Kohle. Mit diesem Erfahrungspunkt. Ja, genau, war's. Nur haben wir die nicht eingesammelt, oder? Ah, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, Erfahrungspunkte brauchen wir auch. So, hier kriegen wir halt wieder ein bisschen Ressourcen, das ist gut. Eisen wäre auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wir haben eigentlich sehr viel Eisen, ne? Wir haben hier unten ja noch ein Lager. Richtig. Da ist noch das ganze Zeug drin. Nach dem Obsidian-Rausch sind wir halt einfach rausgestürmt. Und da war uns alles ziemlich egal. Flugzeug, ja, natürlich. Auch in der Mine gibt es Flugzeuge, angeblich. So. Ey, ich müsste wirklich so ein Flughafen-Texture-Pack bekommen. Ne? Dann wird es zur Location passen. So, Redstone brauchen wir jetzt direkt nicht, aber... Oh Gott. Aber es wird irgendwann interessant sein. Und hier ist wieder die Lava drin. Dann hol ich mal kurz mir einen Wassereimer. Und ich werde mich, glaube ich, auch nochmal hier dann runtergraben. Mal schauen, was wir da finden.
Weil wir finden viel Lava hier drin, aber wieder gar nichts von irgendwelchen wertvollen Steinen. Das ist nicht so cool. Da erwarte ich mir halt mehr. So, was haben wir hier drin? Ja, so einiges. Oh, noch genügend Stein, also das ist kein Problem. Ah, hier ist ja auch noch Eisen drin. Wundervoll. In der Truhe hier. Ja, sind noch so einige Werkzeuge. Und Kohle. Super. Uns fehlt es halt wieder an Holz, ne? Wir brauchen irgendwie auch noch so irgendwas, womit wir unendlich Holz bekommen. Nur was, das weiß ich halt noch nicht. Es lohnt sich jetzt auch nicht da reinzugehen. Ich denke, ich hole mir mal meine Metalle hier nach oben. Den Stein vielleicht auch. So. Du, wenn du Lust hast, kommst du auch mit. Komm, nach oben. Hier unten ist es viel zu gefährlich für dich. Ja, jetzt kommt sie. Okay, super. Ich weiß auch nicht, ich habe mich da irgendwann verdrückt oder sie wurde geschlagen von einem Monster. Dann, glaube ich, stehen die auf und rennen dir nach. Aber ja, oben ist halt wichtiger, wegen den Creeper und so. Ja, das Mario Texture Pack hat einen Trailer bekommen. An dem Tag kommt halt auch die Retail-Version raus. Also die CD selbst in den Läden, muss man sie nicht mehr downloaden. Da ist dann halt auch das neueste Update drauf gespeichert. Und wenn nicht, lädt man es sich halt einfach runter, ne? Ist ja kein Problem. Aber man sieht, auch Minecraft wurde auf der Wii U sehr erfolgreich. Ja, ganz klar, ne? Weil es gibt halt auch viele Leute, die keinen PC besitzen und Minecraft spielen wollen, und aber eine Wii U haben. Und für die geht das halt. Und ja, wenigstens ist es soweit gekommen. Nach den etlichen Streiten. Legst du dich hier ins Bett? Okay. Nach den etlichen Gestreits von Nintendo und Microsoft, ne? Endlich mal einen Punkt gebracht. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Mine doch nicht so geil ist. Das nehme ich mir mit. Da rein kommt jetzt erstmal nichts. So, ich baue hier unten die Wand aus. Und ja, die Bibliothek würde ich ganz gerne nach oben verlagern. Hier soll halt einfach so ein kleiner Panoramaraum sein. Vielleicht, ja, Teppichfarbe weiß ich halt noch nicht. Aber ich glaube, hier würde so ein, ein roter Teppich vielleicht ganz gut passen. Dann haben wir hier so ein rotes Gebäude. Und ja, ich mache keine Fensterscheiben, sondern Fensterblöcke. Hat aber keinen großen, ja, Sinn. Es gefällt mir so halt besser, glaube ich, ja. Besonders weil der Boden halt nicht das gleiche ist wie da oben. Wenn die Rahmen gleich wären, dann würde ich mir das vielleicht anders überlegen. So, die da, dieses Zaubertisch-Dings, das muss irgendwie noch nach oben kommen. Hier kommt die Küche hin. Da wollte ich mal eine Bar hinstellen, aber es hat sich jetzt erledigt. Ich würde die Bar dann auch irgendwie nach oben platzieren. Mal schauen, wie wir das Haus einrichten. Küche steht jedenfalls schon mal fest. So, hier würde ich dann noch schön Fenster reinbauen. So, und schön so einen Rundumblick. Und da geht mir das Glas aus. Und Diorit, Mann, ich muss irgendwo Diorit finden. Das gibt's doch nicht. Und ich weiß nicht, ob ein Update kam, aber der Hunger ist wirklich enorm gesunken. Also wir haben keinen Hunger mehr. Liegt das daran, was wir gegessen haben, oder? Ich weiß es halt einfach nicht. Bin ich so der Experte, ne? Und hier haben wir unsere Goldquellen. Das legen wir mal dahin. Und wir brauchen, keine Ahnung, was wir brauchen. Da, Glas, genau.
Wir brauchen Glas. Und Diorite. Ich würde da wieder ein bisschen tiefer in die Welt reinreisen, vielleicht. Weil man findet Diorite eigentlich auch auf der Oberfläche recht einfach. Wir haben halt wieder nur Pesch. Ich frag mich, wie viele Diamanten in unserer endlichen Welt gespeichert sind. Ich hoffe immerhin noch genügend. Aber ich denke schon. Weil mit 3 Diamanten, was willst du damit schon tun, ne? Noch einmal nach oben, ja. So. So. Ja, und dann reicht das Glas schon wieder nicht aus. Da brauchen wir also auch noch Sand. Sand braucht man noch. Wie sieht's mit dem Gras aus? Vermehrt sich das schön, so wie es sich gehört? Mal kurz schauen. Ja, hier geht's irgendwie nicht weiter. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, ja, Silk Touch einzuwenden. Und ich würde, wenn es möglich ist, Silk Touch jetzt mal auf eine Schaufel setzen. Silk Touch bedeutet, dass man die Grasblöcke abbauen kann. Also das Gras bleibt auf den Dirtblöcken. Und dafür brauchen wir halt eine Schaufel. Wie sieht's mit Sticks aus? Haben wir keine? Ach Mensch, sind wir so arm. Keine Sticks. Ach Gott. Ja gut, dann holen wir uns mal schnell ein bisschen Holz. Wir haben ja normalerweise eine Axt dabei. Ja, super, haben wir. Dann machen wir jetzt Gebrauch. Ich glaube, ich verarbeite alle diese Stämme, die dort sind, zu Sticks. Ich glaube, das ist in Ordnung. Dann verschwinden die auch mal wieder. Einer meinte, das sei ein Haus, wo man gar nicht reinkommt. Aber nee, das sei einfach ein Haufen an Recyclingmaterial. Baue ich halt manchmal so auf, damit man ein bisschen so, ein bisschen so Leben in die Welt bringt. So, hier wurde was gemacht. Auf physikalischer Basis so halt, ne, dass die Physik stimmt. Weil, ja, 31 Baumstämme in der Tasche, kann ich mir vorstellen, dass das nicht so gut tut. Und hier sind relativ viele Stämme, also da kriegen wir sehr, sehr viele Stöcke raus. Und das wird cool. Dann haben wir da eine anständige, unendliche Quelle, wenn wir mal schauen. Oh, die Stücke werden knapp, dann können wir halt wieder aufrüsten. So, ich nehme, glaube ich, auch nicht alles jetzt hier weg. Weil es ist schon relativ viel. So. Ja doch, das ist so in Ordnung. Jetzt machen wir das mal kurz zu Holz. Und danach zu Sticks. Weil mehr fangen wir mit diesem Eichenholz halt nicht an, denke ich. Hoffe ich. Und das sind relativ viele Sticks. Holy moly. Was da alles wegfliegt. Unglaublich. Können wir eigentlich alles aufheben? Ja. Eigentlich nicht. Okay, dann schmeiß mal irgendwas anderes weg hier. Schleim haben wir momentan richtig viel. Dieses Netherbrick ist auch jetzt nicht so das meistgesuchte Material. Hier gebackener Stein. So, das legen wir dann noch einfach gemütlich in die Truhe. Zack, 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 zack. Und zack, meine Freunde. Dann würde ich eine Schaufel. Ich bin mal interessiert, wie viel wir für dieses Silk Touch brauchen. Weil Lapis Lazuli geht uns auch so langsam alle. Müssen wir auch farmen gehen. Eieiei, viel zu tun in den nächsten Parts. Aber das Projekt ist ja schon noch lange nicht vorbei, ne? Ich glaube, es wird auch jetzt in der nächsten Zeit öfter kommen.
weil wir nur an Wochenenden kommen wir halt sehr schwer voran. Vielleicht wird es so langsam 3 Videos pro Tag geben, über eine bestimmte Zeit, nicht für immer, aber momentan passt es halt. Sonst mit dem neuen PC und so geht das Rendern eigentlich ziemlich flott. Der Upload-Plan ist zwar noch immer zum Kotzen, aber okay. So, haben wir Silk Touch. Wie heißt es denn? Haltbarkeit, Effizienz. Was ist denn jetzt, wenn ich eine andere Schaufel benutze? Sind die Dinger die gleichen? Ja, da brauchen wir viel mehr Level. Dann würde ich wirklich sagen, im nächsten Part werden wir ein bisschen leveln. Wir brauchen halt eine Monsterfarm. Wir müssen irgendwo in der Gegend... Oh. Hi. Das passiert, wenn man das Portal in der Strecke schließt. Aber es sei gesagt, diese Pikmin sind nur böse, wenn man sie haut. Also so machen die eigentlich nicht. Sie sind friedlich. Keine Angst vor denen, braucht ihr zu haben. Was? Ah, der ist gerade gewachsen. Ja. Seht ihr? Ich kann den hier anrempeln mit dem passierenden. Was passiert denn, wenn der in Wasser kommt? Ah, nix. Okay. Mit denen passiert nix. Sehr schön. Ja, das passiert halt, wenn das Neverportal nicht schließt. Da können ganz andere böse Gegner rauskommen. Der hier ist noch ganz in Ordnung. Ich glaube, der droppt auch gar nix. Und unsere Neverwarze ist gewachsen, aber wir brauchen die auch momentan nicht. Also Freunde, wir haben an jeder Ecke Arbeit. Beim nächsten Mal schauen wir mal, was uns in die Quere kommt, was wir so tun werden. Ich würde sagen, wir suchen uns Diorite, bringen das Haus endlich mal auf Hochtouren, dass das mal gegessen ist und danach kümmern wir uns um Silk Touch und die Farm. Ich glaube, so machen wir es, so haben wir halt einen anständigen Zeitpunkt und gelegentlich farmen wir ein bisschen Experience. Warte mal, ich würde ganz gerne mal die Schleimteile hier kaputt hauen. Ah, es geht. Wunderbar. Ah, es geht leichter als gedacht. Super. Jetzt müssen sie alle tot sein. Wundervoll. Ja, Freunde, die Nacht bricht an. Damit verabschiede ich mich dann. Und bis... Wo zum Teufel ist der jetzt hin? Ist er zurück ins Never? Und ist er gestorben? Ertrunken? Kann natürlich auch sein. Na, egal, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Minecraft Wii U Edition. Bis dann und tschüss.